Swissmade, hallo und herzlich willkommen im Theater der Künste an der Gessner Allee in Zürich. Hier Sommer Weltall vom 26. bis zum 30. März die Schweizer Jugendfilmtag stattfindet. Zudem aber in wenigen Augenblicken mehr. Anfangen tun wir wie immer, wenn wir es uns gewöhnt sind und weil wir es auch gerne haben, wenn alles ein bisschen in seinen geordneten Gang geht, mit den Neuigkeiten aus der Filmszene Schweiz. Der Film Auf der Strecke von Reto Kaffi ist weiter auf Erfolgskurs. Zusammen mit vier anderen Filmen ist er in der Kategorie Bester europäischer Film nominiert worden. Das Ganze findet in Frankreich statt, bei der 11. Ausgabe der Lutin du Court-Métrage. Insgesamt waren 27 Kurzfilme im Rennen. Die Preisverleihung findet dann am 26. Juni in Paris statt. Die 1998 gegründeten Lutins gehören neben den Césars zu den wichtigsten Auszeichnungen für Kurzfilme. Bisher hat Auf der Strecke schon mehrere Auszeichnungen abstauben können, unter anderem an den Hofer Filmtagen sowie beim Schweizer Filmpreis 2008. Wir wünschen Reto Kaffi toi toi toi. Die Schweizer Dokumentation «Das kurze Leben des José Antonio Gutiérrez» von Regisseurin Heidi Speconia erhält den renommierten Adolf-Grimme-Preis. In der Rubrik «Information und Kultur» wird sie für ihr Drehbuch und Regie ausgezeichnet. Die Gala findet am 4. April in Marl in Deutschland statt und sie wird den Preis persönlich entgegennehmen. Die Preisverleihung findet zum 44. Mal statt. Der Grimme-Preis wird als Fernseh-Oscar angesehen. Es geht um die bewegende Geschichte des Guatemalteken Antonio Gutiérrez. Der war einer der 300.000 Soldaten, die 2003 in den Irakkrieg geschickt wurden und der erste tote Soldat, ein amerikanischer Held. Er ist der Einberufung in die US-Armee gefolgt, da man ihm dafür die amerikanische Staatsbürgerschaft versprochen hat. Im Theater der Künste da hat man vielleicht schon Andorra gespielt oder ich persönlich haben vielleicht in der Schule müssen Wilhelm Tell für die Schule zu Gemüte führen. Für beides verantwortlich ist Max Frisch, einer, wenn nicht der grösste Schweizer Schriftsteller. Und jetzt ist endlich passiert, was schon lange fällig war. Es gibt eine gut recherchierte Dokumentation über den Max Frisch. Und zwar von Matthias von Gunten. In dem Film oder in dieser Dokumentation kommen Zeitgenossen und Bewunderer von Max Frisch zu Wort, wie der Helmut Schmidt, der ehemalige deutsche Bundeskanzler, der Peter Bixel, dann haben wir den Günter Grass oder den Henry A. Kissinger. Das alles ohne viel mehr sind auch in unserem Beitrag. Und natürlich auch der Macher vom Film, der Matthias von Gunten. Warum schreibe ich? Um zu schreiben. Um die Welt zu ertragen, um standzuhalten sich selbst, um am Leben zu bleiben. Man gibt Zeichen von sich. Man schreit aus Angst allein zu sein im Dschungel der Unsagbarkeiten. Man hebt das Schweigen, das Öffentliche auf im Bedürfnis nach Kommunikation. Man gibt sich preis, um einen Anfang zu machen. Man bekennt, hier stehe ich und weiß nicht weiter. Und all dies ungefragt. Max Frisch mischte sich gerne ein. Doch er hat auch was zu sagen. 1911 in Zürich geboren, zählt er zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellern der Nachkriegszeit. Der Basler Matthias von Gunten bringt jetzt ein Porträt des Literaten in die Kinos. Max Frisch, Citoyen, zu Deutsch Bürger. Der Regisseur hat den Intellektuellen schon immer bewundert. Was ihn dazu bewogen hat, sich ausgerechnet jetzt für eine Doku zu entscheiden, verrät er euch gleich selber. Ich habe seit einiger Zeit, merke ich, dass mir so jemand wie der Max Frisch fehlt. Vielleicht nicht er speziell, aber solche Leute, die über unsere Zeit, über das, was uns im Moment betrifft, auf ihre eigene Art nachdenken und können etwas dazu geben, auf eine Art und Weise, die unser Denken weiterspinnt. Auf eine intelligente Art. Der Frisch war für mich eine Stimme, die ich immer wieder gerne gehört habe. Er war nicht für mich jemand, wenn ich mich daran orientiert habe. Ich fand es immer spannend, wenn von ihm etwas kam. Es hat irgendwie etwas gegeben. Der Regisseur, der ebenfalls das Drehbuch geschrieben hat, als Co-Produzent fungierte und die zweite Kamera führte, hat für die Kinodokumentation lange recherchiert, Archivmaterial zusammengetragen und einige spannende Zeitzeugen interviewt. Doch es gab auch einen Politiker, der dazu nicht bereit war. Es hat Leute gegeben, die sich nicht mehr wollen. Ich hätte sehr gerne mit dem Bundesrat Vogler ein Interview gemacht, weil er ist eigentlich eine Art, ja, ein Antipod zum Frisch. Aber die haben sich ja auch begegnet, die haben auch geredet miteinander. Und ich habe es schön gefunden, wenn aus der Schweiz ein wichtiger Politiker vorgekommen wäre, der auch hat darüber geredet hat, wie er das wahrgenommen hat, eine Figur wie der Frisch. Auch gerade wenn er ihn kritisiert hat, das hätte ich sehr geschätzt.
Vogel hat leider nicht mitmachen. Andere zeigten sich deutlich kooperativer. Manche Zusagen überraschten den Filmemacher sogar. Wir haben sehr viel investiert in das. Ich habe, also den Brief, den ich ihm geschrieben habe, da habe ich wahrscheinlich etwa eine Woche lang dran geschrieben. Es ist mir wirklich darum gegangen, dass er kapiert, um was es mir geht und dass er glaubt, dass wir das ernst meinen, dass es für uns ein ernsthaftes Interesse ist, dem nachzugehen, was hier passiert zwischen einem Autor oder einem Intellektuellen und Politiker, was das gegenseitig für Wirkungen hat. Und ich glaube, einfach hat es uns geglaubt, dass wir das ernst nehmen. Und dann hat es geklappt. Und das Verrückte ist, er hat nichts verlangt. Und man weiß, dass er sonst horrende Preise verlangt, dass die Leute schon aus dem Grund dann eben nicht gehen. Neben Kissinger haben unter anderem die deutschen Schriftsteller Günter Grass, Christa Wolf und der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt im Film mitgewirkt und Stellung genommen. Dass Frisch Zitate nicht dem Archivmaterial entnommen, sondern von Reto Henny gelesen wurden, gehörte zum Konzept. Ich wollte nicht eine authentische Biografie über den Frisch machen, weil das im Nachhinein ja auch gar nicht möglich ist. Und mit den paar Archivinterviews, die es von ihm gibt, irgendwie wäre mir das zu linear und ein bisschen zu banal gewesen. Ich muss aber auch sagen, er fasziniert. Ich habe ihn ja nie persönlich kennengelernt. Und er hat mich eigentlich fasziniert durch seine Art vom Denken, die sich in seinen Texten äußert. Das ist für mich die grösste Faszination. Und ich wollte den Film auf dem aufbauen, der mich am meisten fasziniert. Matthias von Gunten ist ein großer Bewunderer von Max Frischs Werk. Bücher wie Stiller, das erste seiner Tagebücher oder Montauk haben ihn stark beeindruckt und berührt. Homo Faber ist von Gunten dagegen zu voraussehbar und hat ihn daher nie wirklich angesprochen. Der Regisseur hat bereits mehrere Filme über die Schweiz gedreht. Max Frisch, Citoyen, ist geradezu ideal. Also ich finde es toll, über einen Schweizer Film zu machen, wo so eine starke Figur geworden ist, wo ich finde auch, wo auf spannende Art gezeigt hat, wie man seine Heimat lieben kann. Du sagst kritisch, das ist für mich nicht der erste Gedanke. Der primäre Gedanke ist für mich eigentlich, dass er die Schweiz hat mögen. Sie ist ihm wichtig gewesen. Das kommt für mich zum Ausdruck. Das ist ihm wichtig, was hier passiert. Darum äußert er sich. Das ist wie Freunde. Man kritisiert nur Freunde, die einem wichtig sind. Freunde, die einem egal sind, kritisiert man nicht. Der Film ist für alle gedacht, die sich ernsthaft mit den brennenden Fragen ihrer Zeit befassen möchten. Wer nun Lust bekommen hat auf Frischs Texte und Reden, kann ab dem 20. März in allen Schweizer Kinos einchecken und den Ausflug in die Welt zwischen Poesie und Politik antreten. Gute Reise! Zum 32. Mal und bereits zum zweiten Mal hier im Theater der Künste an der Gessnerallee findet vom 26. bis zum 30. März die Schweizerische Jugendfilmtag statt. Da messen sich Jungfilmerinnen und Filmer ab 12, aber auch Absolventinnen und Absolventen von der Filmfachhochschule in verschiedensten Kategorien während 5 Tagen. Am 27. am Donnerstag gibt es zum Beispiel eine Slam Movie Night und Swissmade-Zuschauerinnen und Zuschauer kennen das Ganze schon bestens und freuen sich bestimmt auch schon drauf. Am Samstag, am 29. März, gibt es eine Jungfilmparty und ganz viele Sachen mehr werden euch noch geboten. Wer sich interessiert für die Workshops, die zu verschiedensten Themen angeboten werden, der soll unbedingt schauen auf www.jugendfilmtage.ch. Jetzt haben wir eine richtige Informationsflut gehabt. Jetzt schauen wir auch noch mal ein bisschen zurück, was letztes Jahr passiert ist, was euch das Jahr erwartet. Und der Chef persönlich von der Schweizerischen Jugendfilmtag, der meldet sich jetzt gerade auch noch zu Wort. Jugendfilmtage sind back in town. Zum 32. Mal findet das größte und bedeutendste Festival für Schweizer Nachwuchsfilmer statt. Vom 26. bis zum 30. März werden im Theater der Künste in Zürich Filme von Jugendlichen gezeigt. 5 Tage lang werden großen und kleinen Filmfans cineastische Leckerbissen zu verschiedenen Themen serviert. Auch der Umweltschutz kommt nicht zu kurz. Wir haben 12 kurze Filme zu Klima und Umwelt, wo sich Jugendliche Gedanken gemacht haben, inwiefern sie den Klimawandel betrifft. Und wir haben eine Rede von einem Klimaforscher von der ETH Zürich. Und wir haben verschiedene andere Inputs, die das Ganze auflockern. Autos fressen viel Benzin, es ist jedem egal. Ihr verbraucht Benzin, und zwar sehr brutal. Den Jugendlichen will man eine Plattform bieten für ihre Arbeit und dem breiten Publikum vorführen. Spannend geht's weiter. Nach Winterthur, St. Gallen, Bern und Luzern kommt die Slam Movie Night endlich nach Zürich. Für den Veranstalter Patrick Schatzmann ist dieser Event etwas Besonderes.
Slam Movie Night kann man sich ein bisschen vorstellen als Pendant zu YouTube-Filmen selber anschauen, zu Hause. Also man kann einen Film anschauen, man klickt ihn an und wenn er einem nicht passt, klickt man wieder weg. Bei der Slam Movie Night sind Filme eingegeben und die kann man, das Publikum kann die bewerten, indem es sie ausbaut. Dann wird der Film abgestellt und es folgt sofort der nächste Film. Es ist eine Art wie eine soziale Art von Film zusammen anschauen und man kann die Reaktion auf einen Film, ob er einem gefällt oder ob er einem nicht gefällt, einfach gerade direkt ausdrücken. Bei der Slam Movie Night werden aber nicht nur Filme von Jugendlichen gezeigt, sondern jeder konnte sein Filmchen einsenden. Für Patrick Schatzmann scheint die Zusammenarbeit perfekt zusammenzupassen. Die Sieger gehen natürlich nicht leer aus. Also wir haben eine Gewinnsumme von gegen die 15'000 Franken. Der Gewinner kommt mit einem springenden Panther rüber und 1'000 Franken. Und gegen unten sind die Preise ein bisschen abgestuft. Die Palette reicht von Dokumentationen über Trickfilme bis hin zu Spielfilmen. Unter anderem wird ein Spielfilm in den Bergen gezeigt mit dem Titel Milchnacht. Hier geht es um zwei Fremde, die Nacht ihres Lebens auf einem abgeschiedenen Bergplateau verbringen. Die Doku Shanghai Manners zeigt die chinesische Metropole Shanghai und wie ein Schweizer versucht, den chinesischen Geschäftsleuten westliche Tischmanieren und Verhaltensregeln beizubringen. Zum Favoriten des Leiters der Jugendfilmtage gehören jedoch die freien Produktionen. Alle Filmfans, jetzt gut aufpassen! Wer Lust bekommen hat, bei den Jugendfilmtagen zuzuschauen, hat jetzt die Möglichkeit, 5x2 Tickets zu gewinnen, und zwar für die Kategorie D. Das sind die freien Produktionen von 20 bis 25 Jahren. Alle Details sollten jetzt hier unten dran stehen. Viel Glück und viel Vergnügen auf dem Festival. So, jetzt hoffen wir, wir haben euch gut informiert und euch für die Schweizer Filmtage interessiert. Dann sehen wir uns nämlich hier im Theater der Künste zwischen dem 26. und dem 30. März. Wir bleiben da und ich hoffe, ihr auch. Im nächsten Swissmade. Bis dann. Und zwar gibt es einen Dokumentationsfilm. Ja, müssen wir mal laufen. Zum 32. Mal fängt. Zum 32. Mal. Zum zweiten Mal, 26. bis 30. Huh, Baby, jetzt können wir langsam in Fahrt. Also.